Und nun darf ich unser erstes Bild präsentieren. Und dazu freue ich mich, unseren Mandy hierher zu bitten. Handsigniert wurden die meisterlichen Kunstwerke gleich live an Ort und Stelle. Den Anfang machte Mandy von den Bambis. Danach folgte Gerhard Boczek-Faltus, der seinen Namen mit einem Goldstift in das Ölgemälde schrieb. Würde ich auch ein Autogramm machen, gell? Boczek in Gold. Boczek in Gold. Einmal zu ihm, einmal zu mir, genau, Gerhard. Passt schon. Ja, passt schon. Und weiter ging's gleich mit Toni Rai. So, das ist der Toni Rai. Und den Magier gab's gleich zweimal. Wer bist du? Wer bist du eigentlich? Es passt zu mir. Ja, okay. Ein bunter Hund. Ein bunter Hund, aber auch ein begnadeter Zauberkünstler und Illusionist. Noch schnell das wertsteigernde Autogramm, fertig. Der nächste ist wer? Überraschung? Tata! Schauspieler Sascha Wussow. Bekannt aus vielen Filmen und Serien. Einmal signieren, bitte. Danke. Ein paar Schnappschüsse für die Fotografen und weiter ging's mit Bruno Toast. Burgschauspieler Bruno Toast am Weg zur Bildunterzeichnung. Ja, Peter, sehr gelungen, dieses Porträt. Super. So schön schaue ich wirklich aus. Ja, genau so schön wie auf dem Bild. Und jetzt bitte unterschreiben. Sehr fein. Auch Schauspielerin Ivy Chumley freute sich über ihr Porträt und trug spontan ein kleines Gedicht vor. Gratulieren dir, warum? Gute Idee, dachte sich wohl Bruno Toast und machte sich seinerseits Gedanken darüber, wie das Leben verkehrt herum ablaufen würde. Anschließend gehst du auf die Uni. Du hast inzwischen genug Erfahrung, das Studentenleben richtig zu genießen. Du säufst, nimmst Drogen. Nach der Schule spielst du 5 oder 6 Jahre. Will zwischendurch vielleicht jemand in die Kamera winken? Wendy? Beatrice? Und hier haben wir Uli Bär. Hier ist dein Gesicht geschrieben. Ja, du schaust aus wie der Uli Bär. Begnadeter Gitarrist und Austropop-Legende, dessen Hits Schönes Madel und Der Durst ganze Generationen begleitet haben. Ja, ja. Der Durst bringt mich um. Ja. Wie du siehst, lebe ich noch. Derzeit tourt er immer wieder mit den Bands Wir 4 und Lichtwärts durch die Lande. Schön, ja. Okay. Sehr jugendlich, ohne Bart. Wahnsinn. Wende, wieso haben wir denn den Falco da? Das ist René Reitz. Was hat er mit Falco zu tun? Nun, er ist Falcos erster Verleger und Produzent und nahm mit ihm die noch englischsprachigen Singles Chance to Dance und Summer auf. Ja, der Falco fällt mir natürlich schon besser, weil ich bin zwar sehr selbstverliebt, aber das ist ganz gut gelungen. Darüber hinaus stand René in der einen oder anderen Form am Beginn der Karrieren fast aller Austropop-Stars. Von A wie Ambros über B wie Uli Bär über, naja, das würde jetzt zu weit führen. Der René ist sicher nicht böse, wenn ich mal ein bisschen auf lustig habe. Gott sei Dank habe ich mir heute im Spiegel gesehen und weiß, dass ich mir nicht ähnlich. So, René, bitte um eine Signatur. Perfekt. Und da kommt auch schon Domino Blue. Als High-Class-Entertainerin steht sie im Mittelpunkt ihrer spektakulären Bühnenshows. Mit der Farbe Blau versprüht sie kühle Eleganz, aber auch das imperiale Flair des Savoir-Vivre. Du zerlaufst ja dann ganz. Das kannst du nicht machen. Ja. Mach hier etwas. Geht's nicht besser? Noch ein bisschen. Und auch sie durfte das Ölporträt mit geübtem Autogrammschwung veredeln. It's coming. Die Diva. Die Diva. Francesco. Francesco. Francesco.
Francesco Cardelloni ist natürlich immer im Bild. An diesem Abend im Testbild des ORF. Von seinen Freunden und Fans wird er aber liebevoll die Diva genannt. Denn er ist vor allem als extravaganter Travestiekünstler bekannt. Francesco, deine Unterschrift. Ja, und dann schaust du her, Francesco, oder? Bitte, zu mir. Und beim nächsten Bild habe ich mich wieder nicht entscheiden können. Wie nehmen wir es denn? Wendy, komm raus. Wendy Knight. Die vielseitige Künstlerin Wendy Knight zählt ebenfalls zu Peters Freundeskreis. Sie war Vize-Miss Vienna und unterhält ihr Publikum gerne mit kabarettistischen Burlesque-Performances. Du Dieter, alles, was er bei der Wendy lernt, kommt mir zugute. Das muss einmal so sein. Ja, Peters attraktive Frau Manuela nimmt den kleinen Flirt mit Humor. Und wer kommt da? Wer das ist, Körmer. Auch die hübsche Beatrice Körmer ist ein Bild von einer Frau. Oder die Frau am Bild. Oder, naja, in jedem Fall ist sie ein echtes Topmodel und bei Fotoshootings ebenso gefragt wie am Laufsteg. Ach ja, sympathisch ist sie natürlich auch noch. Ja, wo der Peter ist, da sind auch schöne Frauen. Wie zum Beispiel Jungmodel Isabel Jelinek, die im Jahr 2016 den dritten Platz bei der Misswahl Princess of the World erreichte. Dann wünschen wir unserer Prinzessin noch viel Glück auf ihrem Weg zur Schönheitskönigin. Und natürlich steht hinter dieser ganzen Aktion ein guter Zweck. Der Erlös der geplanten Versteigerung kommt der Make-A-Wish Foundation zugute, die an diesem Abend durch deren Geschäftsführerin Andrea Scholz vertreten war. Make-A-Wish gibt es schon seit 1997 und natürlich erfüllen wir für schwerstkranke Kinder Wünsche. Manche wünschen sich eine Reise zu machen mit einer Familie, andere wünschen sich einen Promi zu treffen. Tja, im Marfelderhof gibt es immer zahlreiche Promis, die auch gerne bereit sind, für das Wohlergehen anderer zu spenden.